Oh Mann, Leute. Ich weiß nicht, aber ich habe mich irgendwie im Wald verlaufen. Ich wollte Pilze sammeln gehen, aber irgendwie habe ich das Gefühl, als würde mich jemand verfolgen. Oh nein, Leute hinter mir, was ist das denn? Warte mal, ist das ein Zombie in einer Diamantrüstung? Leute, seit wann sind Zombies so schnell? Und seit wann haben die einfach mal eine Diamantrüstung? Oh, Braxy, Odi, Jimmy, ist jemand von euch hier? Ich brauche eure Hilfe. Dieser Zombie verfolgt mich einfach. Oh Mann, oh, geh bloß weg von mir. Ich werde dich platt machen. Oh Mann, aber er ist so schnell, Leute. Oh, ich kann nicht mehr. Mann, ich habe keine Kraft mehr. Oh, ich glaube, wir haben ihn abgehangen, Leute. So wie es aussieht, ist er... Ah, aua, weg. Oh nein, er hat mich angegriffen. Und irgendwie fühle ich mich nicht gut. Irgendwas hat er mir angetan. Oh, okay. Ich leg mich jetzt erstmal lieber ein bisschen hin. Oh. Steh auf, Lumi! Vorsichtig, Jimmy. Er ist noch bewusstlos. Lumi! Ach, auf! Lumi, steh auf! Will nicht aufstehen! Diamanten! Diamanten! Was redet der da? Wartet mal! Auf! Jimmy? Braxy, wo bin ich? Na, hier, zu Hause. Wir haben dich bewusstlos gefunden im Wald und haben dich hierher gebracht. Aber genau. Jimmy konnte nicht mehr. Ihr habt mich bewusstlos gefunden im Wald? Mhm. Wie? Aber ich kann mich irgendwie an nichts mehr erinnern, Leute. Wisst ihr manchmal, was passiert ist? Wenn ja, könnt ihr das in die Kommentare schreiben, weil ich kann mich an gar nichts mehr erinnern. Aber egal, Braxy will mir irgendwas zeigen. Oh, okay, ja, was willst schon. Du? Ja, ich bin doch schon da. Na da. Ah, cool. Das ist deine neue Goldrüstung? Die ist mega cool. Ich habe mir so viel Mühe gegeben. Warte, du kannst sie ja schon mal anziehen und ich hol mal nochmal was aus der Kiste hier raus. Ich soll sie anziehen. Oh, na gut, also einmal den Helm, die Brustplatte, die Hose und die Schuhe. So, ja, dann ziehe ich das mal kurz an. So, und fertig. Okay, Braxy, du kannst mich angucken. Ich habe sie angezogen. Wie findest du sie? Oh, Lumi, das ist nicht witzig, Mann. Warum nicht witzig? Ich habe sie angezogen. Was hast du denn? Mann, gib mir... Mann, Lumi, gib mir meine goldene Rüstung. Du hast eine Diamantenrüstung an, das ist gar nicht cool. Was, dir? Nein, ich hab deine Gold... Gold? Warte mal. Leute! Hä? Warum ist sie auf einmal aus Diamanten? Ich hab doch... Na, Braxy, ich schwöre, ich hab... Ich... Hä? Leute, ich hab nur... Braxy, ich schwöre, ich hab die angezogen. Mann, Lumi, ich habe so lange gebraucht für die goldene Rüstung. Und jetzt klaust du sie mir einfach. Du hättest doch einfach fragen können. Ich schwöre, ich habe sie nicht geklaut. Das ist die, die ich anhabe. Aber die ist halt auf einmal aus Diamanten. Ich weiß auch nicht, Braxy. Ja. Wenn das wieder so ein blöder Prank ist, dann finde ich das nicht lustig. Du kannst einfach gehen. Und nimm meine Goldrüstung ruhig mit. Ich mache mir einfach eine neue. Oh Mann, Leute. Oh, wie denkt Braxy denn jetzt von mir? Aber wie kann das denn sein, dass die Rüstung auf einmal aus Diamanten ist? Ich schwöre, ich habe sie nicht geklaut. Oh, Mano! Warte mal, was zur... Ich weiß auch nicht, was... Was zur Hölle ist mit dem Baum passiert, Leute? Jetzt habe ich diesen Baum berührt und auf einmal wurde der auch zu Diamanten. Irgendwas stimmt nicht mit mir. Oh, ich weiß nicht, was ich tun soll, Leute. Okay, das ist unser Moment, Leute. Okay, ich hoffe, er sieht mich jetzt nicht. Okay, ich werde jetzt sein Haus berühren. Seid ihr bereit, Leute? Oh Mann, ich hoffe, es geht nichts schief. Okay, Leute, seid ihr bereit? 3, 2, 1 und jetzt! Warte, was? Hat es... Es hat wirklich funktioniert. Sein komplettes Haus ist einfach
aus Diamanten einfach alles, Leute. Ein komplettes Diamantenhaus. Es funktioniert wirklich. Alles, was ich berühre, wird wirklich einfach zu Diamanten. Das ist der absolute Wahnsinn. Boah, Braxy, Braxy, schau mal, was ich dir gebaut habe. Ein Diamantenschloss. Nein, 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 mein schönes gelbes Zuhause. Nein, 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 hier ist ja alles aus Diamanten geworden. Aber Braxy, Braxy, nein, 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 ich hab das doch gut gemeint. Die Diamanten sind so viel wert, du kannst ja ein komplettes Paradies kaufen, wenn du jetzt möchtest. Nein, das war mein Paradies. Ein kleines, schönes, gelbes Zuhause. Und du bist einfach so egoistisch und hast alles aus Diamanten gemacht. Ich will nicht mehr dein Freund sein. Hä? Och, Manu, Leute, was mache ich denn jetzt? Mann, ihr hättet das doch auch gemacht, oder, Leute? Wo hast du das Diamantschwert denn auf einmal her, Jimmy? Wie, woher soll ich das Diamantschwert haben? Ich hab mir aus den ganzen Diablöcken Dias gemacht. Haha. Warte mal. Willst du mir sagen, du hast aus den Diamantenblöcken das Schwert gemacht? Genau, und jetzt will ich Braxy. Und jetzt komm her. Wo ist Braxy? Nein, das hast du nicht getan und... nein, das hast du nicht getan. Ja, Braxy. Nein, und du darfst mich... Los. Nein, du darfst mich nicht anfassen, sonst passiert mit dir dasselbe wie mit Braxy. Fass was mich nicht an. Nein, nein, Jimmy. Jimmy, nein. Das heißt, alle sind jetzt weg. Alle. Alle weg. Oh nein. Leute, dieser Tag heute lief einfach furchtbar. Alle meine Freunde sind weg. Habt ihr eine Idee, wie ich sie zurückholen kann? Es muss doch irgendwie einen Weg geben, das Ganze rückgängig zu machen. Oh nein, oh nein, oh nein, oh nein. Stopp mal alle ganz kurz. Pause, Pause. Guckt mal, da vorne sehe ich das richtig. Warte, ich muss mal kurz in unser Fernrohr schauen. So. Huh? Schaut mal in euer Fernrohr, Jungs. Ich glaube, da vorne, da ist irgendwie ein kleines Dorf oder sowas. Ich würde sagen, Jungs, lasst uns aufteilen. Vielleicht gibt's hier coole Sachen zu erkunden. Findet ihr nicht? Ich gehe los. Ich gehe hier lang. Boah, guckt mal von innen. Die haben hier sogar so richtige Einrichtungen. Und was ist das? Wartet mal, was ist denn da drin? Seht ihr das? Das ist irgendein Handschuh, Leute. Hä? Was für ein Handschuh? Wer versteckt denn in einem Iglu einen Handschuh, Leute? Hä? Boah, ist der riesig und schwer vor allem. Hä? Guckt euch das mal an, Leute. Was ist das denn für ein Monsterhandschuh? Der sieht ja mal richtig cool aus. Boah, kann ich damit irgendwas machen? Hä? Monster greift mich an! Lumi, hilf mir! Udi, nein, das ist ein Eisengolem, aber schau mal, was ich gefunden habe. Was ist das denn? Das ist irgendwie ein Handschuh oder so, aber ich weiß nicht, was der kann. Bruder, verschwinde, verschwinde. Du musst mir auch mal was geben. Nein, nein, nein. Lass jetzt... Dann halt mich doch von ab. Lass mich in Ruhe. Lumi. Wartet mal, Leute, hier oben, hier ist schon wieder so eine komische Kiste. Wartet mal. Ein Stein? Leute, da ist ein Stein drin. Und was willst du hier? Verschwinde hier! Nein, ich hab's genau gesehen. Das war meiner. Gib ihn her. Nein, nein, nein. Leute, Lumi. Das ist... Nein, nein, verschwinde. Leute, schaut mal. Ich meinte doch eben, man kann hier so Sachen reinstecken. Soll ich mal versuchen, diesen Stein in den Handschuh reinzustecken, Leute? Wartet mal. Wie mache ich das am besten? Wartet. So, und jetzt da rein. Zack. Oh, Leute, guckt mal. Seht ihr das? Ich habe jetzt den roten Stein reingemacht. Kann ich damit... Was willst du von mir, Jimmy? Ich will den Handschuh. Gib ihn her. Los. Verschwinde. Wartet mal. Habt ihr das gesehen, Leute? Was ist... Wow. Ich kann einfach... Ich kann so Klone machen. Boah, wie cool. Verschwinde, Jimmy. Verschwinde. Aua, das tut weh. Nein, lass mich in Ruhe. Wir müssen die Augen offen halten. Hier müssen bestimmt noch mehr Steine versteckt sein. Boah, okay. Ich guck einfach mal. Vielleicht finden wir was. Und guck mal, man kann hier einfach so rumrutschen. Das ist zu glatt. Nein, wir müssen Lumi helfen. Lumi! Lumi, komm hoch! Das Wasser ist doch kalt.
mir ist so kalt. Wartet mal. Was ist das da? Unten. Alle weg. Leute. Wartet mal. Oh, okay. Was hast du da in der Hand, Lumi? Ja, Lumi. Den Stein, den hab ich gefunden. Ist gib aber, doch mal her, Lumi. Jetzt komm schon, du behältst alles für dich immer. Ich will auch. Brexy! Hört auf, guckt mal, es ist schon dunkel. Was heißt das? Es können Monster kommen. Wir sollten uns lieber in Sicherheit bringen, Freunde. Komm schon! Oh, lass uns schnell weg hier. Weiterlaufen. Okay, dann lasst uns jetzt lieber schnell weg hier, bevor. Warte mal, hört ihr das? Ich höre. Monster! Wo kommen die denn her? Ich weiß es nicht. Weg hier. Wartet, Leute. Ich werde den nächsten Stein reinmachen. Und? Okay. Leute, ich habe jetzt den grünen Stein reingemacht. Wartet ihr? Kann uns helfen? Kommt alle zu mir, Leute. Schnell. Okay. Jetzt, Jungs. Rennt ich auf die Idee. Bringt euch in Sicherheit. Kommt zu mir. Ich habe meinen Handschuh. 3, 2, 1. Zack. Wartet mal. Habt ihr das gesehen? Wie hast du das gemacht? Die Zombies sind einfach verschwunden und wir sind in Sicherheit. Hier ist das so eine. Das ist ein Schutzschild, Lumi! Boah! Cool. Leute, ich habe mit diesem Handschuh einfach so eine Art Schutzschild gemacht und alle Monster in der Nähe sind automatisch verschwunden. Das heißt, wir sind in Sicherheit dank meinem Handschuh. Wie cool! Oh, übel cool! Wie viele Steine kannst du da denn reinmachen, Lumi? Ich hab noch Platz für 3 weitere Steine. Das bedeutet, wir müssen noch 3 weitere finden. Ich kann vielleicht noch viel mehr Superkräfte bekommen, Leute. Oh, guten Morgen. Habt ihr gut geschlafen? Ja! Okay, jetzt wo es hell ist, würde ich sagen, können wir uns weiter auf den Weg machen, oder nicht? Los geht's, Jungs! Yippie! Oh, guck mal, wie schnell ich auf dem Eis bin. Lumi! Oh, warte mal, ich muss ins Fernrohr gucken. Seht ihr das da vorne auch? Das wollte ich dir gerade sagen. Da ist noch ein Dorf. Da ist ein neues Dorf. Das müssen wir uns anschauen, Jungs. Kommt schon! Los geht's! Okay, nichts wie hinter. Arschbombe! Oh Mann, ich liebe es zu tauchen. Kommt schon, Leute, kommt schon! Der letzte ist ein faules Ei! Genau! Okay, ich mache ja schon. Auf geht's. Wow, wie cool. Nein, Rückzug. Rückzug, die Hölle ist da. Die Hölle? Leute, wie selten. Guckt mal, da ist ein Netherportal direkt in einem Dorf. Das ist richtig selten. Das muss ein gutes Zeichen sein. Da müssen wir sofort hin. Kommt schon, Jungs, Beeilung. Habt keine Angst. Wir müssen nur langsam machen. Wow, okay. Ich probier's jetzt. Und? Tatsächlich! Ein neuer Stein. Und diesmal ist der Stein gelb. Das ist mein Stein. Gib ihn her. Nein. Das ist meiner. Nein, mein Stein verschwindet. Das ist mein Handschuh. Ich habe ihn gefunden und das sind somit auch alles meine Steine. Lasst mich sofort in Ruhe. Du musst doch teilen, Lumi. Okay, stopp. Genau. Lass den probieren, was der Stein überhaupt kann. Ich gehe davon aus, das ist der beste Stein, weil der gelb ist. Los, probier ihn aus. Okay, ich werde jetzt versuchen, den Stein in den Handschuh reinzumachen, okay? Okay. Okay, 3, 2, 1 und zack. Ich habe ihn reingemacht. Ganz rechts steckt der gelbe Stein jetzt drin. Soll ich mal ausprobieren, was der kann? Ja, komm schon, Lumi, Nein, mach das nicht. Okay, also, wir müssen gucken. Ich habe hier den grünen. Hier, der gelbe. Mindstone. Also ein Gedankenstein. Oh, was kann der Stein? Ich guck mal. Und zack. Jimmy, na warte, komm sofort her. Nein, verschwinde von mir. Was hast du gemacht, Lumi? Ich weiß nicht, der Gedankenstein hat Prexy irgendwie im Kopf kaputt gemacht. Er ist auf einmal ganz... Mach das zurück! Okay, warte. Zack, und komm schon. Es geht nicht. Jetzt! Wow!
Was ist passiert? Oh nein, ich glaube, das ist kein guter Stein. Braxi, du warst ganz böse, du wolltest Jimmy umbringen. Wer seid ihr eigentlich? Nein. Ich hab alles vergessen, Lumi! Ich bin Lumi. Das ist Odi und das ist mein kleiner Bruder Jimmy und du bist Braxi. Ich bin Braxi? Mhm. Oh, was hast du denn da für einen coolen Handschuh? Nein, Braxi, du veräppelst uns nur. Jetzt sag nicht, dass du alles vergessen hast. Ich kenne euch nicht. Ich geh. Tschüss. Warte mal, aber wo ist eigentlich mein Zuhause? Wartet, Jungs, ich werde einfach nochmal den Handschuh benutzen. Es muss doch wieder zurückkommen. Bleib stehen, du unbekannter Mensch. Und zack, jetzt. Braxi? Warte mal. Braxi? Lumi? Oh, Gott sei Dank. Leute, Braxi ist wieder normal. Du hast es geschafft, Lumi! Okay, Leute, wir sollten den gelben Stein anscheinend nicht benutzen. Der scheint ganz komische Dinge zu machen. Okay, lasst uns lieber schauen. Ich habe noch Platz für einen einzigen Stein. Das heißt, es muss noch einen geben. Ja, dann los geht's, Lumi! Lass uns den letzten Stein suchen! Ja gut, wie ihr wollt. Dann machen wir uns mal auf den Weg. Ich habe zwar keine Ahnung, wohin, aber irgendwo müssen wir schon was finden, Leute. Mann. Immer der Nase nach, Lumi. Warte, da vorne, ich sehe was. Da ist wieder so ein Eisbiom. Vielleicht finden wir da was, weil vorhin könnt ihr euch erinnern, der zweite Stein war auch in einem Eisbiom. Los, Lumi, du hast recht, komm schon. Okay, dann lasst uns auf den Weg machen, Freunde, kommt schon. Wow. Guck mal, wie cool das aussieht. Da sind überall so Spitzen. So richtig riesige Eiszapfen. Boah! Nein, das sind ja wirklich Eisbären. Und Eisberge. Ich weiß nicht, ob das gut ist, wenn wir da hingehen. Du magst die besonders, oder? Du bist doch ein richtiger Eisfan. Also eigentlich mag ich eher Sand. Aber ich bin doch keine Mimose. Wir gehen da jetzt hin. Ja, bin ich auch der Meinung. Oh Mann, das Wasser war schon wieder richtig kalt, weil hier Eis ist. Oh, aber da müssen wir durch. Hat vielleicht noch jemand ein Boot oder sowas? Ich habe noch zwei Stück, Jungs. Wir müssen uns aufteilen. Okay, dann gib das. Ich schwimme zusammen mit Braxi oder Jimmy, wer auch immer, in meinem Boot mitfährt. Wir müssen uns beeilen. Mir ist kalt. Los, schneller, Lumi. Okay, komm schon, aussteigen und... okay, Leute, hier muss doch irgendwo noch ein Stein versteckt sein. Mann, es ist so kalt hier. Wir teilen uns auf. Jimmy, du gehst da drüben lang, Odi geht geradeaus und Braxi, du gehst da hinten schauen, okay? Okay, dann würde ich sagen... ich guck mal, dass ich irgendwie hier hochkomme, Leute. Ich schaue mich hier auf dem Berg mal um. Ich habe was gefunden hier. Hier ist, glaube ich, was. Da unten. Was? Nein, waren doch nur Algen. Alles gut. Oh Mann, du Blödmann. Also hier oben scheint nichts zu sein, Leute. Vielleicht muss ich auf den Berg darüber gehen. Der sieht ziemlich verdächtig groß aus. Okay, ich werde da jetzt runterspringen. Arschbombe! Okay, Leute, wir sind gleich da. Komm schon, Lumi, nicht mehr weit. Okay, komm schon, Leute. Ich muss irgendwie da hochkommen. So, runterlang. Jetzt komm schon. Oh, Mann, das ist echt kalt auf diesem komischen Eisberg hier. Oh, komm schon, ich muss da hoch. Oh, ich hab's endlich geschafft, Leute. Guck mal, wie weit oben ich... Nein, schaut mal. Hier ist wieder so ein komisches Fass oder so. Meint ihr, hier hat vielleicht wieder etwa jemand was versteckt? Hier könnte der letzte Stein drin sein. Oh, Leute, das wäre richtig cool. Lasst uns gemeinsam reinschauen. Und... Nein, es geht wieder nicht. Es macht komische Geräusche. Ich kann die Kiste oder was auch immer das ist nicht öffnen. Vielleicht müsst ihr diesmal abonnieren, Leute, damit wir das öffnen können. Kriegen wir das hin? Also Leute, lasst alle unbedingt ein Abo da, damit wir die letzte Truhe öffnen können. Kommt schon, Leute. 3, 2, 1 und... Vielleicht geht es jetzt. Zack,
Ja, es hat funktioniert. Und hier ist ein weiterer Stein. Ein Powerstein. Diesmal in Odis Farbe, Leute. Boah. So, okay, Leute. Ich würde sagen, wir machen jetzt den Stein rein. Okay, ich würde sagen, wir machen jetzt den letzten Stein rein. Und so. Seht ihr? Ich habe ihn reingemacht. Jetzt haben wir da noch einen lilanen Stein drin. Boah. Okay, jetzt ist die Frage, was kann der, Leute? Also wir haben den roten, den grünen, den gelben und jetzt den lilanen Stein. Der Powerstein. Wartet mal, da unten ist Odi. Ich will was ausprobieren. Meint ihr, wir können mit diesem Powerstein vielleicht ganz viel Power erzeugen? Und aufgepasst, Odi ist da unten. Und zack! Wow! Wow, Leute, wie cool. Direkt nochmal. Zack! Wow! Oh! Lumi, hör auf, damit du doch nochmal, zack! Aua! Boah, Leute, der Powerstein kann einfach Sachen explodieren lassen. Ich will nochmal. Und aufgepasst, Odi. Zack! Hör auf, auf! Hä? Lumi, was machst du denn da, du Dussel? Was wollt ihr da unten? Verschwindet! Oh. Au! Was machst du denn? Was haben wir denn getan? Euch! Aua, aua, nein. Oh, Leute, wie cool der Handschuh einfach ist. Zack! Oh, bleib stehen, Jimmy. Du kannst mir nicht entkommen. Mein Handschuh ist jetzt endlich vollständig. Ich hab nun ultimative Superkräfte. Wow! Aua, was zur Hölle war das denn? Boah, ich bin einfach vom Himmel gefallen. Wie so ein Vogel, habt ihr das gesehen? Ich kann mich auch irgendwie an nichts mehr erinnern. Das Letzte, an was ich mich erinnern kann, ist, dass ich irgendwie ein Videospiel gespielt habe. Und jetzt bin ich einfach hier irgendwo mitten im Nirgendwo. Und ich hab nix. Oh Mann, wo zur Hölle bin ich denn hier gelandet, Freunde? Ich muss irgendwie einen Weg zurückfinden. Wenn ihr mir dabei helfen wollt, dann lasst jetzt unbedingt mal ein Like da. Ich muss irgendwie hier rauskommen. Oh Gottes Willen. Komm, wir schauen uns einfach mal um. Warte mal, seht ihr das? Da vorne, da ist eine Laterne. Das ist ein Zeichen. Anscheinend sind wir nicht alleine hier auf dieser Insel. Irgendjemand scheint hier noch zu wohnen. Okay, wir folgen einfach mal den Lichtern. Mal schauen, wo die hinführen. Boah, hier ist sogar so ein Trampelpfad. Wo zur Hölle führt das denn hin? Wartet mal, seht ihr das? Da unten ist ein Haus. Ich glaube, da scheint jemand zu wohnen. Oh, Gott sei Dank. Ich dachte schon, ich bin hier ganz alleine. Aber anscheinend wohnt hier jemand. Wir müssen da unbedingt hingehen. Vielleicht kann der uns hier weiterhelfen, dass ich zurückfinde. Aber ich hoffe, der ist nicht böse. Ich weiß ja nicht, wo ich mich befinde. Vielleicht wohnen hier ja böse Leute oder so. Ich weiß es ja nicht. Oh, aber schaut mal, das sind auch richtig niedliche Bienen. Boah, wie süß hier alles aussieht. Richtig viele Blumen. Eigentlich sieht's voll gemütlich aus. Sieht aus wie in so einem Videospiel, findet ihr nicht? Okay. Ich hoffe, jemand ist zu Hause. Schaut mal. Ein Kuchen! Ein Kuchen! Ich liebe Kuchen! Wie cool. Warte mal. Da ist jemand. Seht ihr ihn? Im Haus. Da sitzt jemand im Haus drin. Was zur Hölle macht der da? Okay, lasst uns mal gucken, was der macht. Oh, komm schon. Vielleicht kann der mir ja weiterhelfen. Ich muss irgendwie zurück nach Hause finden. Oh, okay. Ich würde sagen, wir gucken mal, ob jemand zu Hause ist. Ich mach die Tür jetzt auf und zack. Oh Mann, schon wieder verloren. Hey, wer bist du denn? Hallo, Klingeln kennst du nicht, oder? Warte, Entschuldigung. Ding Dong. Hallo, herein. Ja, wer bist du denn hier? Was machst du denn hier? Ich dachte, ich bin allein auf dieser Welt. Warte mal ganz kurz. Was für eine Welt denn? Ich bin hier gelandet irgendwie. Ich kann mich auch an nichts mehr erinnern. Ich wollte fragen, ob du mir vielleicht hier raushelfen kannst, weil ich habe dein Haus gesehen und du hast es echt gemütlich hier. Natürlich, aber du weißt schon, in was für einer Welt wir hier sind, oder? Oder hast du gar keine Ahnung? Warte mal, was für eine Welt meinst du denn? Ich weiß nicht, in welcher Welt wir uns befinden. Wir sind auf dem Planeten Erde, oder nicht? Ach, nee, wir sind in einer Videospielwelt. Das heißt, hier wird den ganzen Tag gezockt und hier kommst du so schnell nicht mehr raus. Warte, eine Video-was? Eine richtige Videospielwelt?
Richtig! Um hier rauszukommen, gibt's nur eine Möglichkeit. Möchtest du wissen? Also eigentlich mag ich es ja, Videospiele zu spielen. Du hast doch echt eine coole Playstation. Aber ich würde schon gern zurück zu meinen Freunden. Ich sehe auch, warte mal. Das ist mir ja gar nicht aufgefallen, Freunde. Schaut mal meine Herzen unten an. Warte mal, warum habe ich nur ein Herz? Was stimmt mit meinem Herzen nicht? Was hast du getan? Ich habe nichts getan, das ist eben die Welt hier. Du kommst hier auch nur raus, wenn du alle 10 Videospielherzen freischaltest. Sonst kommst du hier nie wieder weg. Hilfe, Hilfe! Der Mann ist böse! Nein! Bleib stehen! Doch! Was erzählst du da? Wie, ich muss alle Herzen bekommen, dass ich hier rauskomme? Ich will sofort weg hier. Was ist das für eine komische Welt hier? Ja, das ist aber die Wahrheit. Du musst hier 10 Aufgaben machen. Erst dann kommst du wieder weg. Du siehst es ja. Du hast ganz komische Herzen und die werden von jedem Mal anders. Oh ja, das sieht aus, als hätte ich so Videospielherzen, ne? Oh, ich glaube, du erzählst keine Lügen. Wir sind wirklich in einer Videospielwelt. Oh Gott. Und du sagst, ich muss erst alle Herzen bekommen, damit ich hier wieder rauskomme? Richtig, aber wenn du möchtest, kann ich dir helfen. Wir können das zusammen machen. Oh ja, das hört sich gut an. Seht mal oben. Ich glaube, das ist unsere erste Aufgabe. Da steht, wir sollen 10 Blöcke mit einer Holzaxt abbauen. Okay. Dann würde ich sagen, lass uns mal eine Holzspitzhacke bauen. Ist es okay, wenn wir hier einen Baum fällen oder so? Ja, ist okay. Kannst du machen. Aber pass auf, bitte nicht meinen Garten da vorne. Da habe ich mir richtig viel Mühe für gegeben. Oh nein, passt schon. Ich werde jetzt einfach hier ein bisschen Holz abbauen. Vielleicht kannst du mir ja helfen. Dann bekommen wir vielleicht das erste Herz. Komm schon, so, dann noch ein bisschen Holz abbauen. Oh, da oben der nächste. Okay, dann machen wir uns mal eine Holzspitzhacke. Erstmal das Holz, eine Werkbank. So, schau mal, ich habe uns eine Werkbank gemacht. Super gemacht. Okay, dann mache ich uns jetzt mal eine Holzspitzhacke. Weißt du was? Ich mache dir auch gleich eine mit. Super duper, 2 Stück, eine für dich. Dankeschön. Boah, ich bin so gespannt, ob das klappt. Ich habe mich auch noch nie an die Herzen rangewagt, denn das ist die richtige OP-Aufgabe in dieser Welt hier. Oh ja, dann lass uns mal Stein suchen. Das scheint dir unsere erste Aufgabe zu sein. Hast du hier irgendwo eine Mine oder sowas vielleicht? Nee, leider nicht. Ich zock wirklich den ganzen Tag. Das ist das erste Mal, dass ich das Haus hier verlasse. Oh ja, ich merke schon, eine richtige Videospielwelt. Okay. Dann lass uns mal die Laterne hier mitnehmen, damit wir auch unten im Dunkeln was sehen. Und supidupi. Okay, jetzt haben wir schon mal Licht im Dunkeln. Lass uns mal nach oben laufen. Da ist ganz viel Stein. Ich glaube, das können wir abbauen. Das ist eine gute Idee. Da oben ist auch schon richtig viel Stein. Vielleicht können wir auch noch Kohle finden. Dann können wir uns noch ein paar Fackeln machen. Oh ja, das halte ich für eine gute Idee. Okay, warte. Ich werde jetzt das erste Stein abbauen. Bist du bereit? Ich bin bereit. Komm schon. Schau mal. Oben, siehst du, wir haben schon 6 von 10. Das füllt sich langsam, die Leiste. Und der Letzte. Warte mal. Schau mal. Ich habe ein neues Herz bekommen. Ein blaues. Ein blaues Herz, da ist ein F drin. Ich glaube, das blaue F steht für Fortnite. Ich glaube auch. Ich habe auch ein blaues Fortnite-Herz bekommen. Jetzt haben wir schon 2. Oh, wow. Und ich habe auch irgendwie so eine Fortnite-Spitzhacke bekommen. Schau mal. Wie cool sieht die denn aus? Kann die auch irgendwas Besonderes? Boah, die sieht echt richtig cool aus. Boah, schau mal. Mit der kann man ja mal richtig schnell abbauen. Boah. Oh mein Gott, schau mal. Wir haben den ganzen Berg schon fast abgebaut hier. Das geht so schnell. Das macht ja richtig Spaß, Videospielherzen zu haben. Ich will hier ja eigentlich gar nicht mehr weg. Ich kann hier so schnell abbauen. Boah. Okay, super. Das hat Spaß gemacht. Also, jetzt haben wir schon echt genügend Stein. Ich glaube, das hilft uns auf jeden Fall weiter. Aber ich weiß nicht, unsere Aufgabe oben ist verschwunden. Wie sollen wir denn jetzt zum nächsten Herz kommen? Hast du eine Idee vielleicht? Vielleicht hat's was mit diesem roten Knopf zu tun. Hast du den nicht bekommen? Was für einen roten Knopf? Was erzählst du da? Das Einzige, was hier rot ist, bist du, du Dummkopf. Hey, nein, schau mal hier, ein roter Knopf. Was ist denn damit auf sich? Nein. Bleib stehen. Aua, ich hasse rote Knöpfe. Ich werde die nicht drücken. Ich habe doch nur 2 Herzen. Wenn da irgendwas rauskommt, dann werden wir bestimmt direkt sterben. Ja, aber wer nicht wagt, der nicht gewinnt. Wir müssen es, glaube ich, probieren, oder? Okay, was meint ihr? Sollen wir auf den roten Knopf drücken, Freunde? Wenn ja, lasst jetzt unbedingt mal ein Like da. Dann werde ich da drauf drücken.
Oh, ihr habt alle ein Like da gelassen. Okay, weißt du was? Ich werde den Knopf einfach drücken, was soll schon passieren, oder? Das denke ich auch. Komm, drück ihn als erstes. Du als erstes. Danach mache ich auch. Ja, ich drück ihn jetzt. 3, 2, 1. Piep. Ich muss dir helfen, oder? Hilfe, Hilfe, Hilfe. Ich habe den Knopf gedrückt. Mich verfolgt irgendwie so ein rotes Monster. Siehst du das? Oh mein Gott, er kommt mit einem kleinen Schwert in der Hand. Das ist ein Among Us-Monster mit einem riesigen Messer in der Hand. Oh, wir müssen ihn besiegen. Schlag ihn, mach irgendwas. Jetzt kommt er auf mich. Hilf mir. Er will uns angreifen. Wir müssen ihn platt machen. Nimm das, du dummes Monster. Yay. Ich hab ihn. Ich hab ihn besiegt und ich habe auch direkt ein neues Herz bekommen. Schau mal unten. Wir haben jetzt ein rotes Among Us-Herz bekommen. Wie cool ist das denn? Oh mein Gott, das sieht so cool aus. Ich dachte gar nicht, dass sowas hier geht in dieser Welt. Ja, ich merke schon, eine richtige Videospielwelt. Wir bekommen einfach richtig viele Herzen von verschiedenen Videospielen. Jetzt haben wir ein Fortnite-Herz und ein Among Us-Herz. Und ich habe sogar noch das coole Schwert bekommen. Schau mal. Ha? Was sagst du dazu? Schau mal, ob es weh tut. Schreiber, gib mir mal einen Schlag. Bist du sicher? Lieber nicht, ich habe nur 3 Herzen. Das war eine doofe Idee. Vergiss es. Nein. Oh, geh weg. Lass du es in Ruhe. Das war nur ein Spaß. Oh ja, ich sag ja, das macht richtig Spaß. Okay, aber wie kommen wir jetzt zum nächsten Herz? Oh, ich habe echt keine Idee. Was sollen wir denn machen? Wir brauchen noch einige Herzen, wenn wir aus der Welt hier rauskommen wollen. Ja, ich habe noch eine Idee. Hast du schon mal in deinem Rucksack nachgeschaut? In meinem Rucksack meinst du? Ja, Moment, ich schau mal hier hinten. Du hast auch einen auf. Oh, warte, ich schau mal rein. Warte mal, tatsächlich. Ich habe 2 Spawn-Eier bekommen. Zeig her. Anschauen, willst du auch eins haben? Ja. Was ist das denn für ein riesen Spawn-Ei? Oh mein Gott. Das ist ja echt wirklich extrem groß. Das macht mir ja richtig Angst. Auweia. Okay. Meinst du, wir sollen das drücken, das Ei? Ich denke schon. Probier's aus. Da steht, dass ich's drücken soll. Hier, nimm du auch eins. Okay. Ich werde da jetzt drauf drücken. Bist du bereit? Zusammen auf 3? Okay. 3, 2, 1 und zack. Wer ist das denn? Schau mal. Ich habe Angst vor fremden Leuten. Renn weg. Lass uns in Ruhe. Oh mein Gott. Lass uns hier hinter dem Melon verstecken. Der sieht uns bestimmt nicht. Da ist er. Das sieht aus wie ein Professor oder sowas. Also, warte mal. Wir haben eine neue Aufgabe. Oben steht, dass wir 16 Holzstämme für den Professor besorgen sollen. Ich glaube, der ist lieb. Wir sollen ihm anscheinend nur helfen. Okay, das ist okay. Ich dachte am Anfang, der möchte uns töten, aber naja. Oh ja, das dachte ich auch. Ja, aber ich weiß nicht. Ich würde sagen, lass uns erstmal die Melonen kurz abbauen. Ich habe echt einen Mordshunger, Mann. Und ich sehe auch, die Sonne, die geht langsam unter. Ich glaube, es wird langsam dunkel. Haben wir ein Bett hier irgendwo? Ich habe nur eins in meinem Zimmer. Für 2 reicht das leider nicht. Ja, ich glaube, bevor wir die nächste Aufgabe machen und uns das nächste Videospielherz besorgen, müssen wir uns erstmal um ein Bett kümmern. Das heißt, wir brauchen Wolle. Wo kriegen wir jetzt am besten Wolle her? Oh, Manu, ich habe da so eine Idee. Wie wäre es, wenn ihr uns helft, Leute? Wie wäre es, wenn ihr jetzt alle innerhalb der nächsten 3 Sekunden ein Like da lasst? Vielleicht bekommen wir ja dann ein bisschen Wolle. Lasst uns es ausprobieren. 3, 2, 1. Kommt schon. Es hat funktioniert. Ihr seid ja echt die Besten. Dankeschön, Freunde. Schau mal. Es hat funktioniert. Die Leute haben uns wirklich ein Abo dagelassen. Super. Ich habe 3 blaue für mich und 3 rote für dich. Sehr gut. Da können wir richtig bequem gleich schlafen und danach weitermachen. Okay. Hast du vielleicht wenigstens ein Lagerfeuer oder so dabei? Es ist schon echt dunkel und mir ist auch ein bisschen kalt, muss ich dir sagen. Ja, hab ich. Geh mal zur Seite, dann stell dich da hin. So. Supi-dupi gemütlich. Ist das warm hier. Hast du vielleicht noch eine du hast eine. Supi. Dann heißt es ja, wir können uns jetzt super einfach Betten machen. Wir brauchen noch ein bisschen Holz. Hast du noch Holz dabei? Ja, Moment. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kannst du mir auch eins mitmachen? Natürlich kann ich das. So, dann würde ich sagen, machen wir erstmal ein Bett für mich und ein rotes Bett für dich. Schau mal, jetzt hab ich ein Bett. Und dann kriegst du auch noch eins. Sieht doch cool aus. Das sieht so bequem aus. Ich bin auch schon todmüde. Ja, das ganze Videospiel macht echt müde, Freunde. Ich würde sagen, lass uns schlafen. Wir sehen uns morgen.
Hast du gut geschlafen? Ja, guten Morgen. Bist du auch schon wach? Ich war schon vor einer Stunde wach. Du hast so laut geschnarcht. Oh ja, das kann sein. Ja, dann lass uns keine Zeit verlieren. Der Professor hat Gott sei Dank auf uns gewartet. Wir müssen uns jetzt um das ganze Holz kümmern. Ich würde sagen, dafür machen wir am besten eine Axt. Hast du vielleicht noch ein bisschen Holz dabei? Dann könnten wir uns vielleicht eine Steinaxt machen oder so. Natürlich, hier. Zwei Stück. Oh ja. Hast du noch Stein dabei im Inventar? Oh ja, hab ich, natürlich. Super. Dann würde ich sagen, mache ich uns mal zweimal eine Holzaxt. Ja, bitteschön. Perfekt. Jetzt super. Können wir super einfach Holz besorgen. Er möchte aber Eichenholzstämme haben. Okay, kümmer du dich um das Holz. Ich gehe jetzt schon mal zum Professor. Hallo? Herr Professor? Ich hoffe, Ihnen geht's gut. Also, wir sind schon dabei. Wir besorgen Ihnen Ihr Holz. Mein neuer Freund, der baut schon ganz fleißig ab. Ich besorge dir auch gleich noch ein paar Holzstämme. Bitte bleib hier, ja? Nicht weggehen. Okay, wir besorgen uns... Oh nein, das ist das Falsche. Er braucht Eichenholz. Okay, das warte. Das ist hier, Eichenholz ist hier. Ich habe aber schon 8 Stück, aber meine Hand tut jetzt weh. Kannst du weitermachen? Oh ja, ich besorge uns noch ein bisschen. Warte mal, hier ist noch Eichenholz. Supi, das bauen wir auch noch ab. So, dann da oben auch noch ein bisschen. Okay, dann haben wir jetzt schon 12 Stück. Das reicht immer noch nicht. Oh, warte, da oben, da ist noch ein Eichenstamm. Oh, warte. Komm her. Oh nein! Was ist los? Nein, hier ist eine Schlucht! Nein. Ich komme nicht zum Baum rüber, hier ist eine riesengroße Schlucht, Mann! Pass auf, warte, wir bauen uns eine Brücke zusammen, aber sei vorsichtig! Oh, okay. So, halt mich fest! Ja, langsam! Okay, supi! Jetzt kann ich das nächste Holz auch schon abbauen. Komm schon, her mit dem ganzen Holz da! Okay, ich glaube, jetzt sollten wir genug haben, oder? Perfekt, also ich habe 8 Stück und du? Oh, ich habe 12, das reicht. Locker, lass zum Professor, schnell. Oh, Mann, das macht echt Spaß, das Videospiel hier zu spielen mit den ganzen Videospielherzen. Boah, okay, komm schon, Herr Professor. Wir haben ihr ganzes Holz besorgt. Ich würde sagen, ich gebe ihm mal das erste. Hier, bitteschön. 1, 2, 3, 4. So, komm schon, die letzten machst du. Okay, 1, 2, 3, 4, 5 und das letzte darfst du machen. Und zack! Schau mal, ich habe ein neues Herz bekommen. Das sieht ein bisschen aus wie ein Pokémon-Herz, findest du nicht? Ich glaube auch, das sieht aus wie ein Pokéball. Schau mal, ich habe hier als allererstes den Schwanz von Pikachu bekommen. Und dann habe ich auch noch eine Kappe von Super Mario. Das sind ja auch 2 Videospiele. Oh, gib mal her, ich will auch mal. Ich weiß nicht, ob ich dir das anvertrauen kann. Ich glaube, ich verschwinde einfach da und deine stehen. Hilfe. Mach's gut. Nein. Bleib stehen. Ich krieg dich. Nein. Was? Nein, du darfst nicht ertrinken. Komm hoch. Nimm die Blöcke. Nein, ich bin auch reingefallen. Nimm die Blöcke. Komm. Komm schon hoch. Ich baue dir ein Floß hier. Komm schon. Komm hoch. Du schaffst das. Was machst du denn? Oh, danke, dass du mir geholfen hast. Ich wollte abhauen. Aber ich merke, anscheinend ist es einfacher, wenn wir einfach zusammenbleiben und das zu zweit machen. Natürlich, warum wolltest du denn wegrennen? Ich weiß es nicht. Okay, dann lass uns mal weiterlaufen. Ich habe ein bisschen Angst, die nächste Aufgabe zu machen. Was ist denn die nächste Aufgabe? Weißt du es schon? Oh, ich weiß nicht. Ich habe hier so eine Super Mario mit so und den Schwanz von Pikachu. Aber ich traue mich irgendwie nicht so, das zu benutzen. Weißt du, vielleicht kommt da irgendwas Schlimmes nachher bei rum. Ja, aber ich glaube, du musst es machen. Irgendwas hat das doch wohl damit zu tun. Oder willst du einfach nur rumlaufen? Ja, du hast recht. Weißt du was? Ich stelle mich meiner Angst. Pikachus Schwanz, du bist jetzt meiner! Zack! Es hat geblitzt, Donnerblitz! Warte mal. Das ist ein Zombie-Pigman! Oh mein Gott, du hast einen Zombie-Pigman geholt! Oh weia! Okay, vielleicht war das doch nicht so die gute Idee. Wir probieren es lieber mit der Super Mario-Mütze. Hier, nimm du auch einen. Ich habe 2. Okay, bist du bereit? Wir müssen die jetzt drücken. Okay. Dann würde ich sagen bei 3. 1, 2, 3! Warte mal. Ein Parcours. Schau mal. Ja, tatsächlich. Ein Parcours ist entstanden. Ich glaube, wir müssen den Parcours machen.
Oh, da oben ist auch eine Kiste. Da müssen wir hin. Ich würde sagen, wer zuletzt oben ist, ist ein faules Ei. Nein, 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 bleib stehen. Ich werde den Parcours als erstes gewinnen. Nein, niemals. Und Sprung. Ha, okay, jetzt nur noch um die Ecke. Und zack. Bleib stehen, ich hol dich. Du kriegst mich niemals. Und um die Ecke. Hoch. Oh. Nein, ich bin runtergefallen. Ha, du musst von vorne anfangen. Jetzt hier. Boing. Oh, okay, hier lang. Wo muss ich jetzt hin? Oh, okay, ich glaube... Er schreibt mich doch nicht wieder. So. Oh Mann, oh du Blödmann. Schau mal, wir müssen jetzt darüber aufs Klasse. Hey, runter da. Hey, hör auf damit. Das tat voll weh mein Bein. Oh, bleib stehen. Oh nein, ich mach weiter. Oh, ich stehe auf einem Glas gerade. Schaut mal unter mir. Oh, komm schon, da ist die Kiste. Ja, da ist ein Super Mario jetzt drin. Oh, ich hab's eingesammelt. Ich hab's bekommen. Schau mal unten links. Ich habe jetzt ein neues Herz bekommen. Ein Super Mario Herz. Wie cool sieht das denn aus? Und wir haben schon 5 Herzen abgeschlossen. Boah. Okay, aber die Frage ist, was müssen wir jetzt als nächstes machen? Okay, also ich glaube, dass... was machst du denn? Ich bin Super Mario, ich kann so springen. Warte, wie hast du das denn gemacht? Ist das etwa eine Fähigkeit von unserem neuen Videospielherz? Ich glaube schon, auf einmal kann ich viel, viel höher springen. Warte, ich will auch mal. Und Sprung. Du hast recht. Anscheinend geben uns die Videospielherzen auch Superkräfte. Das ist ja mal richtig cool. Boah, direkt nochmal. Und Sprung. Pass auf, du fliegst ja förmlich. Komm, nein, du kannst doch nicht schwimmen. Nein, 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 komm her. Das war echt knapp. Oh, aber wie cool. Und schau mal, wir haben jetzt schon die Hälfte der Herzen. Okay, was denkst du, wie bekommen wir das nächste Videospielherz? Wir können gleich weitersuchen. Ich crafte noch ganz kurz ein Schwert. Wir wissen ja nicht, was passiert. Und Moment, okay, Schwert craften. Dann mach dir noch ein Schwert. Warte mal. Und... ja? Ich habe hier ein Rezept gefunden, ein Crafting-Rezept für ein Minecraft-Herz. Warte mal. Wo? Das ist nicht normal. Schau mal da rein. Oh, tatsächlich? Ich glaube, das ist die nächste geheime Aufgabe. Man muss ein Minecraft-Herz craften. Dafür brauchen wir Erde und Laub. Okay, dann besorgen wir uns mal Erde und Laub, würde ich sagen. Du kümmerst dich um das Laub, ich baue so lange Erde ab. Wir teilen uns einfach auf, oder was meinst du? Okay, das klingt gut. Ich bin gleich wieder da. Okay, bis gleich. Oh, okay, also anscheinend sollen wir jetzt Erde besorgen und Laub. Und ich will dieses Hühnchen hier haben. Bleib stehen, Hühnchen. Lecker, lecker, lecker. Okay, aber ich würde sagen... ich kümmere mich jetzt einmal um die Erde. Ich will ja hier aus diesem Videospiel entkommen. Also brauchen wir alle Videospielherzen, Freunde. So, ich müsste jetzt genug Erde haben. Supi dupi. Jetzt frage ich mich nur... da bist du ja schon. Das ging aber schnell. Da bin ich wieder. So, warte, ich gebe dir die Sachen. 1, 2, 3 Laub. Das sollte reichen, für eins zumindest. Okay, supi. Dann würde ich sagen, bauen wir mal das neue Videospielherz. Da ist es. Minecraft-Herz, bist du bereit? Ich crafte es jetzt, in Ordnung? Okay, du kannst machen. 3, 2, 1 und tada! Es hat funktioniert, schau mal. Hier. Wir haben Villager. Die nächste Aufgabe oben. Da steht, wir sollen 10 Villager schlagen. Aber ich tue nicht gern anderen Leuten weh. Ich will die auch nicht schlagen. Können wir die auch streicheln? Ich weiß nicht. Ich werde einfach das Messer von Among Us nehmen. Bam! Und, wow, der fliegt ja mal richtig hoch. Wow, wo ist er denn? Wow. Die fliegen bis ganz weit nach oben. Wie cool. Komm her, Bob. Komm schon, Norman. Da bist du. Weg mit euch. Denn du kommst auch weg. Bleib stehen, Norman. Oh, das macht richtig Spaß. Das sind ja wie eine Rakete. Fliegen die in den Weltraum. Oh yeah. Wie in einem richtigen Videospiel ist das. Komm schon, der Nächste. Komm her. Oh. Und da vorne sind die Letzten. Nimm das und das. Oh, ich glaube, wir haben die Aufgaben erfüllt. Und ich habe auch direkt das nächste Herz bekommen. Schau mal, wir haben jetzt unten ein Gate-Herz bekommen. Oh, das sieht ja mal richtig unglaublich cool aus. Und ich habe auch direkt ein neues Item bekommen. Schau mal. Was hast du bekommen? Ist das ein Labyrinth das etwa? Das sieht wirklich aus wie so ein richtiges Labyrinth, Freunde. Oh Mann, oh Mann. Okay, ich glaube...
Wir machen uns mal auf den Weg. Wir müssen uns, glaube ich, in Sicherheit bringen, wenn wir das Spiel in Ruhe spielen wollen. Oh ja, wollen wir direkt zur Base zurückgehen? Oh ja, lass mal lieber zurück zu unserem Haus. Da können wir doch am besten Videospiele spielen. Hehe, da liebe ich es auch am meisten zu zocken. Okay, dann würde ich sagen, machen wir uns mal auf den Weg zurück zu deinem Haus. Eine Ewigkeit später. Oh, da sind wir endlich. Da ist ja dein wunderschönes Haus. Dankeschön. Und wenn du möchtest, kannst du was von meinem Kuchen probieren. Den habe ich gestern gebacken. Hey, hast du da vorhin schon genascht etwa? Niemals würde ich von Fremden das Essen klauen. Mm-mm. Okay, aber ja, wenn du möchtest, kannst du mal probieren. Vielleicht war das so eine Biene, aber der schmeckt so lecker. Oh ja, passt schon. Lass uns lieber das Videospiel zu Ende spielen. Ich will endlich raus aus dieser Welt hier. Okay, ich glaube, dann machen wir uns das mal auf dein Bett gemütlich. Bist du bereit für das nächste Videospiel? Ich bin bereit. Okay, dann würde ich sagen... warte mal, ich habe auch noch ein neues Item bekommen. Warte mal, das sehe ich jetzt erst. Warte mal, hier ist noch eins für dich. Und außerdem, ich habe... Was ist das denn? Was habe ich denn hier für eine Waffe bekommen? Ist das eine Bazooka? Das muss ich ausprobieren. Und... Wow, mein Haus! Du hast mein Haus zerstört! Was machst du denn? Ich wusste doch nicht, dass das passieren wird. Ich wollte das nicht. Oh Gott, hilf mir, schnell! Schnell! Oh nein, ich brenne! Was habe ich nur getan? Ich habe das komplette Haus in die Luft gejagt! Ich sollte anscheinend lieber nicht mit den Items rumspielen, die ich von den Videospielen bekomme. Puh, das war aber knapp, mein ganzes Haus ist kaputt. Egal, wir spielen erstmal weiter. Oh, findest du das nicht schlimm, dass dein Haus jetzt kaputt ist? Es ist okay, aber ja, ich will lieber die Videospiele zu Ende spielen. Oh ja. Oh Mann, der ist echt so süchtig, dem ist das echt egal, ob sein Haus kaputt ist. Naja, besser für uns. Okay, dann würde ich sagen, ich starte das Videospiel. Wo sind wir? Was zur Hölle, wo... Hallo? Nein. Ist hier jemand? Wir sind in irgendeinem Labyrinth oder so. Hallo? Oh nein, wir müssen einen Weg aus dem Labyrinth finden, glaube ich. Oh, Manu. Hier vielleicht? Ich bin echt nicht gut im Labyrinth. Oh, ich hab was bekommen. Eine Tulpe. Warte mal. Eine Tulpe? Oh, Mann. Hier ist es echt düster. Wir müssen doch irgendwie ein... Schau mal hier. Hast du eine Kiste? Hast du eine... Wo ist eine... Hier rechts. Da ist eine Kiste. Tatsächlich. Und da ist das nächste Herz drin. Yippie. Und das ging schnell. Schau mal unten. Wir haben jetzt ein neues Herz bekommen. Wer ist denn das? Oh Gott, der sieht gefährlich aus. Piggy Butcher, das ist ein Metzger. Nein, Piggy Butcher, lass mich in Ruhe. Oh Mann, wir müssen uns verstecken. Sonst macht er uns noch zu Fleisch. Oh, was schlägst du vor? Es muss doch einen Weg hier rausgeben. Vielleicht müssen wir doch mit ihm reden. Wir müssen ihn, glaube ich, suchen, oder? Oh ja, ich glaube, wir haben keine andere Wahl, als mit dem Metzger zu reden. Herr Metzger, wo bist du? Wir wollen nur mit dir reden. Wir wollen wirklich nichts Böses. Siehst du ihn irgendwo? Hast du mich gerade erschrocken? Du hast mich erst erschrocken. Er muss doch irgendwo hier sein. Hallo, Herr Metzger. Ich hab ihn. Komm schnell her. Ich hab ihn. Wir müssen mit ihm reden. Da ist er. Bleib stehen, Herr Metzger. Herr Metzger. Er möchte, dass ich ihm Fleisch gebe. Moment, das gebe ich ihm. Gib ihm das... Fleisch, das ging schnell. Guck mal, unten links, wir brauchen noch ein Herz, dann haben wir es geschafft. Super, das ist jetzt ein Roblox-Herz, siehst du das? Oh ja, ich sehe es auch und ich habe auch ein richtig großes Ei bekommen. Ein Huggy-Wuggy-Ei. Oh mein Gott, lass uns rausgehen, schnell. Oh Gott, oh ja, warte, lass uns rausbauen. Oh, endlich wieder Sonne. Warte, wo sind wir denn wo sind wir denn auf einmal? Das sieht aber anders aus als vorher. Wo sind wir denn hier? Das sieht echt ganz anders aus. Ja, ich weiß nicht. Also, wie ihr seht, fehlt uns nur noch ein letztes Videospielherz. Ich glaube, wir müssen Huggy Wuggy spawnen und wahrscheinlich gegen ihn kämpfen. Oh Gott, willst du es machen auf 3 oder willst du noch warten? Oh, ich will endlich raus aus dieser Videospielwelt. Ich werde ihn jetzt spawnen. Wenn wir das machen sollen, lass doch mal alle schnell Like da. Bist du bereit? Ich bin bereit. Let's go. Okay, 3, 2, 1 und Huggy. Huggy Wuggy. Er ist ja riesig. Du hast ihn besiegt. Oh.
Warte mal, ich glaube, das Sonnenlicht hat ihn nicht gut getan. Ich glaube, der ist direkt verschwunden und warte mal. Schau mal unten, wir haben alle Videospielherzen. Wir haben alle Herzen endlich voll. Aber warte mal, irgendwas passiert hier. Irgendwas wird hier richtig. Was passiert mit dir? Wow. Wo zur Hölle bin ich? Ich glaube, ich bin im Himmel oder so. Komm ich jetzt zurück zur normalen Welt? Ich fühle mich irgendwie ganz, ganz komisch. Oh Leute, die Schule war heute echt richtig anstrengend. Oh Mann, aber jetzt Leute, wo ich meine Hausaufgaben und alles fertig habe, habe ich endlich Freizeit und darf wieder Fernsehen gucken. Oh Mann, das wird richtig cool. Mal gucken, was heute so im Fernsehen kommt. So, dann nehmen wir uns mal die Fernbedienung und schalten mal den Fernseher an. Und zack. Okay Leute, mal gucken, was da so kommt. Oh, ein neuer Trailer? Warte. Okay, das muss ich mir angucken. Das sieht echt cool aus. Hm? Warte mal. Das ist, glaube ich, ein Auftragskiller oder sowas. Boah, der muss so andere Menschen... Und dann bekommt er Geld dafür. Boah, Leute. Warte, ich schalte das aus. Boah, oh Mann. Also, besonders nett ist das nicht, aber ich fand's irgendwie cool. Der hatte auch coole Waffen und sowas. Und dann bekommt ihr richtig viel Geld dafür. Boah, stellt euch mal vor, Leute. Ich werd auch so ein richtig cooler Auftragskiller und bekomme einfach Geld dafür, dass ich... Also, ihr wisst schon. Wow. Okay, Leute. Ich glaube, das werde ich auf jeden Fall machen. Ich würde sagen, Leute... Ich leg mich jetzt aufs Ohr, denn morgen muss ich auch wieder zeitig raus wegen der Schule. Und dann schlafe ich eine Nacht drüber und überleg mir mal was richtig Cooles, Leute. Wow! Lass jetzt lieber zur Schule gehen, bevor wir noch zu spät kommen. Und du bist sicher, dass du deinen Bruder krank alleine zu Hause lassen möchtest? Der packt das schon. Ne andere Frage, hast du deine Bücher überhaupt mitgenommen, Braxy? Oh Mann, ich hab sie vergessen. Kann ich bei dir reingucken heute? Ja, das entscheiden wir später. Komm erstmal mit. Oh, Leute, habt ihr eine Idee, wie wir Braxy eine Falle stellen können? Also das mit Jimmy fand ich am Ende eigentlich ganz lustig. Ich meine, ich will ja auch so ein cooler Auftragskiller werden. Und dafür brauchen wir eine coole Falle. Überlegt euch mal was, Leute. Leute, vielleicht habt ihr ja eine Idee und könnt mir... Oh, Braxy, du hast mich angerempelt und mein Buch ist runtergefallen. Oh, werd erwachsen, Junge. Erwachsen werden soll ich? Oh, das wirst du schon noch sehen mit erwachsen werden. Oh, Leute, so fies von ihm. Er hat mich einfach umgerempelt und war jetzt noch gemein. Das werde ich ihm aber zurückzahlen, denn ein Auftragskiller lässt sich sowas auf keinen Fall gefallen. Dann nehmen wir uns jetzt hier 3 TNT. So, alles rein damit. Boah, Leute, okay, das wird ein Monsterknall geben, wenn er ihn aufmacht. Okay, jetzt setzen wir uns brav wieder in den Unterricht. So, Herr Lehrer, ich war schnell auf Toilette. Ich würde sagen, jetzt können Sie die Stunde beenden. Und da ich ein vorbildlicher Schüler bin, bleibe ich auch im Klassenraum. Nein, nein, nein. Jetzt wird die Stunde beendet. Alle raus. Oh, endlich. Oh, Braxy, guck mal. Hier sind ja unsere Spinte. Wo war dein Spind nochmal? Der war da drüben, oder? Hier, warum? Du musst doch noch deine Bücher in den Spind machen, oder nicht? Du hast recht. Mann. Ja, dann mach die mal lieber in den Spind rein. Oh, ich hoffe, er macht den Spind jetzt auf, Leute. Nein, was ist... Wow! Das gab ja einen Monsterknall. Braxy? Braxy? Oh, warte, ich komme sofort runter. Oh,
Leute, das hat funktioniert. Oh, er hat den Spind aufgemacht und die Böller haben sich gezündet und alles ist explodiert. Ich bin ein Spitzenauftragskiller. Oh, Braxy, was machst du hier? Warum liegst du auf dem Boden? Es ist alles explodiert. Explo was? Was explodiert denn? Wir sind in einer Schule, Braxy. Hier kann nichts explodieren. Hast du das nicht gesehen? Ich habe mein Spind aufgemacht. Auf einmal hat es explodiert. Als hätte jemand mir TNT in den Spind gelegt. Oh, was? Wer würde denn sowas machen und dir einfach TNT in den Spind machen? Das wäre ja echt Jimmy, was machst du denn hier? Ich habe gesehen, dass Braxy am Boden liegt und wollte fragen, ob er auch Bauchschmerzen hat. Ja, genau. Braxy hat auch Bauchschmerzen, denn er hat was Falsches zum Mittagessen gegessen, Jimmy. Mama Braxy. Genau. Ich glaube, es ist auch besser, wenn wir jetzt einfach alle nach Hause gehen. Wir sehen uns später. Tschüss. Okay, Leute. Wir rennen lieber schnell weg. Boah, ey, das war schon echt ein bisschen zu viel fast. Ich habe einfach seinen kompletten Spind in die Luft gejagt. Boah, ey, das war ja richtig cool, Leute. Okay. Ich glaube, wenn ich das anziehe, Leute, sehe ich genauso aus. Dann bin ich ein richtiger Auftragskiller, der sogar wie ein Auftragskiller aussieht. Also so ein richtiger Auftragskiller, Leute. Was fehlt uns jetzt noch? Jetzt brauchen wir eigentlich nur noch so eine richtig echte Waffe, Leute. Aber ich wüsste nicht, wo ich hier in der Stadt irgendwo eine finden soll. Leute, wartet mal. Ich habe da so eine Idee. Und zwar, guckt mal, da ist die Polizei. Und Polizisten haben Waffen. Wie wär's, wenn wir in das Polizeigebäude einbrechen und die Polizeiwaffen klauen? Das hört sich doch cool an. Wir müssen uns nur einen Plan machen, wie wir da am besten reinkommen, ohne dass es jemanden auffällt. Ich warte einfach, bis es dunkel wird und dann werden wir das aufsprengen. Das wird cool, Leute. Oh, ich werde das einfach aufsprengen. So. Okay, Leute, das könnte jetzt echt einen lauten Knall geben, aber egal. Oh, ich muss jetzt Waffen klauen, denn ich bin ein Auftragskiller. Oh, Leute, das wird richtig laut Bumm machen. Ab in Deckung. Buah! Oh, okay. Oh, nein, Leute, der Alarm ist doch angegangen. Wir müssen uns beeilen. Oh, okay, Leute, jetzt nichts wie rein hier ins Polizeigebäude. Oh, der Alarm ist angegangen, das ist kein gutes Zeichen. Jetzt müssen wir nur den Waffenschrank finden. Der ist doch bestimmt irgendwo hier oben versteckt. Oh, Leute, wo verstecken sich die Waffen? Die Polizisten müssen die bestimmt irgendwo hier lagern. Hier ist ein Waffenschrank. Aber der ist mit einem Code gesichert. Oh nein, was mache ich denn jetzt? Die Polizei ist bestimmt gleich da, Leute. Habt ihr eine Idee? Welchen Code soll ich am besten eingeben? Oh, denkt nach, Lumi. Denkt nach. Oh, wartet. Leute, wie ist die Nummer von der Polizei? Wenn ihr die Nummer wisst, schreibt sie jetzt in die Kommentare. Kommt schon. Das war irgendwas mit 1. 1, 1, 1, 1. Richtig, stimmt. 1, 1, 0 ist die Nummer von der Polizei. 1, 1, 0. Und? Es hat funktioniert. Und boah, hier ist tatsächlich eine Waffe, Leute. Munition? Was ist das? Ein Schalldämpfer? Für was braucht man sowas? Ja, auf jeden Fall, glaube ich, Leute, sollten wir uns jetzt erstmal beeilen, bevor Polizisten kommen. Oh, schaut mal. Bleiben Sie stehen! Oh, oh nein! Ein Polizist! Oh, oh, oh nein! Ah! Oh, oh, Leute, ich hab ihn einfach erschossen, ne? Oh, guck mal, wie ein richtiger Auftragskiller. Habe ich jetzt eine richtige Waffe? Und ich habe ihn einfach erschossen, ne? Oh nein. Aber egal, Leute. Auftragskiller müssen sowas tun. Oh, okay. Jetzt gucken wir lieber, dass wir hier wegkommen, bevor noch Verstärkung kommt. Oh, Beeilung, Beeilung. Lumi, renn um dein Leben.
Oh, wer klingelt denn so früh? Wie siehst du denn aus, Lumi? Herr Lehrer, ja? Ich gehe heute Abend auf den Abschlussball, deshalb habe ich so einen coolen Anzug an. Ach so, ich wollte dich mal was fragen. Gestern in der Schule bei uns ist was richtig Schlimmes passiert. Okay, Sie meinen, dass Prexy abgeschrieben hat? Ja, das habe ich auch gesehen. Nicht nur das, da ist ein Riesenloch. Ein Loch? Oh Gott, wie das nur passieren konnte. Vielleicht hat Brexy wieder rumexperimentiert mit seinen komischen Bauten. Weißt du was darüber? Fragen Sie mich? Natürlich! Oh nein, Leute, was sage ich denn jetzt? Oh weia. Nö, ich weiß gar nichts davon. Ich weiß was du weißt, Lumi. Und das wäre... Wie war das denn gestern so bei der Polizei? Ich hab dich! Und weißt du was? Oh, Leute, meint ihr etwa, dass ich eine Waffe geklaut hab und einen Polizisten erschossen hab? Bei der Polizei, was war denn da? Ich weiß alles und ich hab alles gesehen. Und weißt du was? Ich will, dass du einen Gefallen für mich tust. Nein, du sagst mir erst, was du gesehen hast, sonst glaube ich dir nicht. Das heißt immer noch sie für dich, ja? Ja, sie, was haben sie denn gesehen? Ich hab dein kleines Werkzeug gesehen und deinen kleinen Kollegen, der auf einmal da lag, der eine Uniform anhatte. Ich habe heute keine Zeit mehr, Herr Lehrer. Nein. Du hilfst mir jetzt, ansonsten werde ich dich verpetzen. Verpetzen? Genau. Leute, jetzt stecke ich echt in der Klemme. Wie konnte Herr Lehrer das eigentlich auch mitbekommen? Okay, wie soll ich Ihnen denn helfen, Herr Lehrer? Ich weiß, Brexy hat unsere Schule demoliert. Du musst ihn für mich erledigen. Und was? Brexy, mein besten Freund? Genau, und zwar heute noch. Ansonsten wird das jeder mitbekommen. Und du wirst für immer von der Schule fliegen. Oh nein, okay, Herr Lehrer, ich werde das machen. Sie sollten jetzt nach Hause gehen, es fängt schon an mit Regnen. Wir sehen uns. Wir sehen uns. Oh, Leute. Oh, das Wetter wird gleich ganz schlimm. Jetzt stecke ich echt in der Klemme. Aber ich wäre nicht Auftragskiller Lumi, wenn ich ein Auftragskiller wäre. Also, ich werde es vollbringen. Meine Waffe. Aber wir können das so nicht angehen, Leute. Das hört sonst jeder. Vielleicht müssen wir das anbringen. Ich habe hier noch so einen Schalldämpfer. Wartet mal, kann man den hier... Oh, boah, ich habe jetzt einen Schalldämpfer an meiner Waffe. Und das? Jetzt habe ich noch so ein Fernrohr oben und kann damit richtig gut ziehen. Boah, so kann kein Schuss mehr daneben gehen. Und es donnert auch, das heißt, es wird bestimmt keiner hören. Besonders jetzt, wenn die Waffe so leise ist. Schaut mal. Oh. Ich habe wieder ein Loch in meine Fenster reingemacht. Oh Mann, oh. Ich sollte echt aufpassen. Jetzt wird die Waffe erstmal geladen und jetzt werden wir Brexy suchen. Denn Auftragskiller Lumi wird sich darum kümmern. Okay, Leute. Ich mache mich jetzt auf den Weg zu... Guten Tag, Hallöchen. Hallöchen. Sagen Sie, haben Sie gestern vielleicht was mitbekommen? Oh nein, Leute, das passt mir ja gerade jetzt so gar nicht, ein Polizist. Ja, ich habe da ein paar Fragen an Sie. Fragen? Kommen Sie mit, ja? Das ist eine Falle, Leute. Wir sollten das schnell beenden. Nein, ich komm nicht mit. Hände hoch, sofort. Hände sind oben, ja. Hilfe. Sie haben nichts gesehen gestern. Und Sie werden mir nie wieder über den Weg laufen. Haben Sie mich verstanden? Jo, verstanden, bitte. Ich will nur gehen, ja. Aber Leute, in dem Film gab es nie Zeugen. Das bedeutet eigentlich... Nein, warten Sie! Eigentlich dürfen wir niemanden am Leben lassen, Leute.
Es tut mir leid, Sir, aber ich... Oh, ich muss sie leider erschießen, ne? Oh, Mann. Jetzt habe ich den nächsten Polizist auf dem Gewissen, ne? Egal, ich werde jetzt zu Brexy gehen. Oh, Leute, Brexy ist an der Reihe. Das ist mein eigentlicher Auftrag. Komm schon, Lumi. Okay, Leute, nachgeladen ist die Waffe. Es regnet und donnert und blitzt. Das heißt, keiner wird davon mitbekommen. Okay, Brexy, dann wollen wir mal. Hops, Lumi, der Auftragskiller kommt. Er ist sogar zu Hause, Leute. Ich glaube, er liest sein Buch oder sowas. Oh, mal gucken, was macht er da? Wie kann ich Lumi am besten pranken, wenn ich in der Schule bin? Prank 1, ich ziehe ihm im Sportunterricht die Hosen aus. Leute, ich habe nur ein bisschen was verstanden, weil es so laut draußen ist. Aber er meinte irgendwas von, er will mich pranken. Oh, Leute, egal wie schwer mir das fällt, ich muss das tun, sonst wird der Lehrer mich verpetzen. Leute, ihr dürft mir das nicht übel nehmen. Aber Brexy muss jetzt leider... Er muss leider gehen. Es tut mir leid, Brexy. Brexy. Mein Freund. Oh nein, Leute. Was habe ich da gerade nur getan? Ich habe ihn wirklich einfach erschossen. Oh Mann, das fühlt sich irgendwie gar nicht gut an. Ich glaube, Leute, das war zu viel. Ich will doch kein Auftragskiller mehr sein. Ich verbuddel die Waffe jetzt. Es darf keine Zeugen geben. Oh nein, 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 nein. Keiner darf davon je was mitbekommen. Oh, weg mit dieser Waffe. Oh, Leute, ich werde mich jetzt schnell auf den Weg machen und die Stadt verlassen. Okay, Leute, also ich muss ehrlich sagen, ich habe nur ein bisschen Essen mitgenommen. Dann meinen Schlafsack und ein Lagerfeuer, damit wir es schön warm haben. Aber jetzt lass nicht so viel Zeit verlieren. Lass uns losmachen und einen geeigneten Platz fürs Campen suchen gehen. Yippie! Los geht's, Lumi! Okay, Leute. Okay, Odi, dann erzähl mal. Eines Nachts waren drei kleine Kinder campen. Hä? Aber wir sind doch auch drei kleine Kinder. Hör zu! Und auf einmal kam aus dem Wald ein Psychodoktor! Was? Ein Psychodoktor? Wie kommst du denn auf sowas, Odi? Hör zu, hör zu! Okay. Der Psychodoktor hat dann einen der kleinen Kinder mit zu sich nach Hause genommen! Aufhören, aufhören, aufhören! Das ist zu viel! Ich getraue mich sowas nicht! Reicht jetzt! Odi, du hörst auf, solche Geschichten zu erzählen. Ich würde sagen, wir sollten uns jetzt lieber schlafen legen, okay? Oh, ja, okay, das war aber noch gar nicht fertig. Oh, ich werde mich jetzt lieber hinlegen und werde versuchen zu schlafen. Jungs, schlaf gut und lasst euch nicht von den Bettwanzen beißen. Gute Nacht. Mann, gute Nacht. Oh, schlaf gut. Aua. Du bist ein Winzling. Warte mal, was meinen Sie? Und warte mal, warum sieht auf einmal alles so riesig aus? Lassen Sie mich... Hä? Warte mal, hier ist ja Klaas. Leute, ich bin jetzt ein Winzling. Leute, was hat der Professor mir nur angetan? Guck mal, wie winzig ich bin. Oh, lassen Sie mich sofort hier raus. Wir probieren es noch mal. Jetzt hat's funktioniert. Super, Leute. Oh, und guckt euch an, wie riesig hier alles ist. Das ist nur, weil ich jetzt so klein bin. Mano. Okay, mal schauen, Herr Professor. Es muss doch einen anderen Weg hier rausgeben. Wartet mal, seht ihr das da oben? Das sieht aus wie ein Lüftungsschacht, Leute. Okay, wartet. Oh, zack. Oh, ja, wartet. Seht ihr das? Ich glaube, da könnte es einen Weg nach draußen geben. Wir müssen nur diesen Lüftungsschacht aufkriegen. Wartet, komm schon. Mach schon. Oh, ja, okay. Ich habe ihn aufbekommen, Leute. Okay, dann schauen wir mal.
Wartet mal. Ja, der Lüftungsschacht führt direkt nach draußen, Leute. Oh, es funktioniert. Ich kann nach draußen. Okay, komm schon, Lumi. Du schaffst das. Ja, ich bin ausgebrochen, Leute. Super, super cool. Okay, die Frage ist nur, wo bin ich? Und wie soll ich das wieder rückgängig machen? Ich kann doch nicht für immer so klein jetzt bleiben. Okay, Leute, also wenn da der Mond ist, dann müsste eigentlich auf der anderen Seite der Campingplatz gewesen sein. Ich werde mich jetzt auf die Suche machen, Leute. Oh Gott, oh Gott. Mano. Oh, Leute, habt ihr eine Idee, wie ich das wieder rückgängig machen kann? Ich will nicht länger so ein Winzling sein. Oh, das gibt's doch nicht. Leute, ich muss jetzt irgendwie nach Hause kommen. Oh, und meinen Freunden irgendwie ein Zeichen geben, dass ich so klein geworden bin. Alles wegen diesem dummen Professor. Mann, hätte Odi mal nicht diese doofe Geschichte mit diesem komischen Psychoprofessor erzählt. Dann wäre das bestimmt alles nicht passiert, Leute. Oh, Mano. Oh, Leute. Mann, ich sehe nichts wegen diesem ganzen Gras. Aber schaut mal, da ist mein Haus. Endlich. Ich bin wieder zu Hause. Jetzt muss ich nur noch einen Weg. Warte mal, was macht Odi denn hier? Ja, perfekt. Odi, 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 du musst mir helfen. Odi. Oh, der hört mich nicht, weil ich so winzig bin. Aber ich glaube, der sucht mich, Leute. Guck mal, der ist bei meinem Haus. Ich wusste, Odi wird sich um mich sorgen. Machen. Warte mal, warum bricht der ein? Der hat mein Glas abgebaut, der Dummkopf. Hä? Warte mal, was macht Odi da? Ich glaube, er will mir gar nicht helfen, sondern er beklaut mich gerade. Nein, warte mal. Odi, was macht der? Hey, der klaut meine Diamantenblöcke. Haha, seit Tagen ist Lumi nicht zu Hause. Dann kann ich all seine Dias nehmen. Haha, so ein Dummkopf. Das glaube ich jetzt nicht. Ich muss mich irgendwie bemerkbar machen. Sieht er mich vielleicht hier auf der Kiste? Odi, ich kann dich sehen. Hör auf, mich zu beklauen. Hallo. Oh, nein, er hat die Kiste angehoben. Oh, Odi, siehst du mich denn nicht? Hallo, ich bin hier auf der Kiste drauf, du Dummkopf. Ich werde jetzt all die Diamanten von Lumi mitnehmen. Hä? Warum sieht er mich nicht? Nein, er will mich mit nach Hause nehmen. Nein. Oh, ich hab alle Diamanten von Lumi. Oh, Mann. Wie cool. Odi. Oh, Mann, Odi. Du hast mich mit zu dir nach Hause genommen. Du musst mich doch sehen. Hallo. Oh, irgendwie habe ich irgendwas am Wollen. Was piepst hier so? Nein, das bin ich, Odi. Ich bin hier. Naja, egal. Ich glaube, ich gehe jetzt erstmal auf Klo. Odi kann doch jetzt nicht einfach aufs Klo gehen. Ich bin bei ihm zu Hause und er hat all meine Sachen geklaut. Odi, du denkst, ich hab das nicht mitbekommen. Ich werd... Oh, jetzt? Oh, wo bist du? Er meinte, er ist auf dem Klo. Oh, so, was? Jetzt muss ich hier aufmachen. Und... Odi, er sitzt einfach auf dem Klo. Na, warte, da werde ich ihm jetzt aber alles zurückzahlen. Oh, Odi, du Blödmann. Oh, so. Igitt, was macht der da? Oh nein. Fertig. Nicht spülen. Und Spülung. Oh, nein. Hilfe. Loser. Hey, du hast mich reingelegt. Oh, Manu, Leute. Aber warum falle ich denn auch immer auf so einen Quatsch drauf rein? War richtig blöd von mir. Mann, jetzt sind die zuerst in der Schule. Oh Mann, wir müssen uns beeilen, Leute. Der Wettbewerb startet gleich. Oh, Beeilung, Beeilung, Beeilung. Ich mal einfach ein Auto, Leute. Ich glaube, Autos kann ich am besten malen. Hier kommt nämlich ein Rad hin. So, also ein Reifen. Hier kommt auch ein Reifen hin. Leute, ich bin jetzt auch nicht der Beste. Aber ich versuche mein Bestes zu geben, dass ich das gewinne. Welche Farbe soll das Auto haben? Wir können ganz viele Farben nehmen. Blau, gelb, orange oder... Ah doch, wir nehmen einfach blau. Das ist meine Lieblingsfarbe. So, dann malen wir hier hinten das so. Das wird so ein richtig cooler Truck, Leute. Boah! So, hier hinten ist dann die Ladefläche. So, zack, genau. Und hier hinten kommt der Auspuff hin. Genau. So, dann müssen wir jetzt hier oben noch den Raum machen, wo man drin sitzen kann. So. Und dann ab nach vorne. Zack. Okay.
Das sieht doch gar nicht so schlecht aus, Leute. Was fehlt da jetzt noch? Wir müssen doch ein paar Scheinwerfer hinmachen. So, genau. Dann brauchen wir natürlich noch ein Fenster, Leute. So. Oh Mann. Oh, Lumi, du Blödmann, du kannst nicht malen. Hey, hör auf sowas zu sagen. Du kannst selber gar nicht malen. Werden wir ja sehen. Oh Leute, ich bin voll aufgeregt. Was male ich jetzt? Oh nein. Wie machen wir das? Vielleicht machen wir hier noch so eine kleine Stoßstange. So, zack, 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 zack. Das soll ja ein richtig cooler Truck werden, Leute. So, dann würde ich sagen, malen wir den aber noch aus. So, so, schön ausmalen. Dafür nehmen wir auch ruhig mal einen größeren Pinsel. So, jetzt seht ihr, kann ich viel besser damit ausmalen. Seht ihr? Das ist voll cool, Leute. Also sagt mal ehrlich, wenn ihr auch gern malt, lasst ein Like da. Ich finde, malen macht immer richtig Spaß. So, ich bin gleich fertig, ihr Vollidioten. Ihr könnt mir gar nichts. Werden wir sehen. Du kannst mir nichts. Oh, Leute, ich hoffe, ich schaffe das rechtzeitig. So, zack, okay. So sieht das bis jetzt aus. Warte mal, wir müssen jetzt hier noch vielleicht ein paar Kanten machen, damit man das besser erkennt. So, zack. Ja, das sieht doch gar nicht so schlecht aus, Leute. Erkennt man, dass das ein richtig cooler Truck sein soll, Leute? Okay, warte. Jetzt machen wir hier aber noch eine schöne Sonne hin. So, zack. Und ich glaube... Oh. Oh nein! Leute, hört ihr, dass der Wecker klingelt? Oh nein, Leute, der Timer ist vorbei. Wir müssen aufhören mit Malen. Oh, okay. Leute, wir gucken uns unser Bild nochmal an. Also, ich sag ehrlich, so schlecht ist es nicht. Und wisst ihr was? Meint es viel schöner als euer Bild. Nö. Niemals. Oh, Leute, wir hängen das mal auf. So. Wow, Leute. Das sieht ehrlich gar nicht mal so schlecht aus. Oh, wartet, ich glaube, da kommt noch eine Durchsage. An alle Teilnehmer, danke, dass Sie am diesjährigen Kunstwettbewerb teilgenommen haben. Bitte verlassen Sie jetzt den Kunstsaal. Eure Kunstwerke werden dann eingesammelt und über Nacht angeschaut. Morgen bekommt ihr euer Ergebnis. Auf Wiedersehen. Oh, warte mal, habt ihr das gehört? Brexy, die Auflösung soll es erst morgen geben. Wir sollen den Kunsttag jetzt verlassen, meinten die. Das ist doch voll blöd. Außerdem ist dein... Was ist denn das? Hä, warum lachst du jetzt? Das ist mein Auto, ja, auf dich drüber lustig zu machen. Das Auto ist voll blöd. Hä? Was hast du denn gemalt, du Blödmann, hä? Was soll denn das sein? Das sieht aus wie eine krumme Banane mit Keksteig. Sieht voll langweilig aus. Ihr könnt alle nicht malen. Ich hab das Beste von allen. Ich werde den Wettbewerb gewinnen. Was hast du denn gemalt? Ich hab dich gemalt. Ist das dein Ernst? Und außerdem, du Vollidiot, du hast das falsche Bildformat genommen. Du wirst disqualifiziert. Leute. Jimmy hat einfach die falsche Größe gewählt. Aber jetzt mal ehrlich, welches Bild fandet ihr am coolsten? Wenn ihr meins am coolsten fandet, lasst jetzt schnell ein Like da, Leute. Mich würde es echt freuen, wenn ich es gewinne. Oh Mann. Okay, dann lasst uns jetzt gehen, Leute. Die werden dann eingesammelt. Aber ich bin mir sowieso sicher, dass ich gewinnen werde. Deine Banane sieht viel zu langweilig aus, Brexy. Das ist eine Dalmatiner-Banane. Die sind sehr selten. Eine Tatituta, was? Ich verstehe gar nichts. Jetzt gehe ich lieber nach Hause, denn ich werde so viel lernen. Ich werde die ganze Nacht zeichnen. Denn glaub mir, morgen, wenn wir Kunst haben, ich werde die beste Note schreiben. Ihr werdet schon noch sehen. Okay, Leute. Ich werde jetzt einfach nach Hause gehen und werde noch ein bisschen zeichnen üben. Ich meine, unsere Ergebnisse bekommen wir ja sowieso erst morgen. Blödmann! Manu, warum sind immer alle so gemein zu mir, Leute? Wir hätten doch auch einfach alle malen können. Stimmt's, Jimmy? Und ich bin immer noch der Meinung, dass ich am besten gemalt habe. Manu. Ach, Leute, was mache ich nur? Ich werde jetzt zu Hause noch ein wenig zeichnen. Oh Mann, immer sind alle so gemein zu mir. Oh Mann, Leute. Ich bin jetzt gleich zu Hause. Der Mond kommt auch schon. Es ist schon richtig dunkel. Ich werde mich jetzt noch ein bisschen zeichnen. Was? Warte mal. Wartet mal, was ist das denn hier hinter meinem Haus? Auf meinem Grundstück? Wartet mal. Das ist ja ein blaues Auto. Warte mal. Nein, nein, nein.
Das muss ich mir näher anschauen, Leute. Wo kommt das denn auf einmal her? Also eben war das Auto noch nicht hier. Warte mal, wo zur Hölle kommt das denn her? Und wartet mal, Leute. Kommt mir das nur so vor oder sieht das einfach genauso aus, wie ich das gezeichnet habe? Also, wir müssen uns nochmal zurückerinnern. Also, wir erinnern uns nochmal kurz an meine Zeichnung zurück, Leute. Ich habe hier so ein blaues Auto gemalt und genauso sieht das Auto auch aus. Aber warum steht das hier auf einmal auch genau in meiner Farbe? Und wartet mal, sehe ich das richtig? Die Autoschlüssel stecken sogar. Wartet mal. Leute, seht ihr, es funktioniert sogar. Hä? Leute, ich kann damit sogar richtig fahren. Schaut mal. Wow. Boah, das ist sogar richtig monsterschnell. Wow. Leute, das ist genau das, was ich gemalt habe. Und jetzt habe ich das Auto einfach. Wie von Zauberhand. Wie als würde das, was ich male, auch in Wirklichkeit passieren, Leute. Oh, ich behalte das Auto auf jeden Fall. Wie cool. Von mir aus kann ich den Wettbewerb morgen auch verlieren. Kein anderer aus der Stadt hat so ein cooles Auto wie ich. Boah, da werden die morgen aber alle staunen, wenn ich auf einmal mit einem richtig coolen Auto zur Schule gefahren komme. Wow. Aber na gut, Leute. Ich glaube, das reicht für heute. Das war ja wirklich ein richtig cooler Tag. Aber eigentlich müssten wir noch was ausprobieren, Leute. Bevor ich mich schlafen lege, zeichne ich noch was. Einfach nur, um zu testen, ob die Sachen wirklich auch dann in der Realität passieren. Das heißt, ich hole mir hier kurz ein neues Papier raus. So. Und dann gucken wir mal. So, was könnten wir denn noch malen, Leute? Habt ihr vielleicht eine Idee? Irgendwas müssen wir noch malen. Leute, wie wär's, wenn wir einfach ein cooles Regenbild malen? Ich liebe es, wenn's regnet. Also dafür machen wir hier erstmal eine kleine schöne Wiese. So, also das ist die Erde. Dann kommt jetzt hier so schön grünes Gras drauf, Leute. So, das wird bestimmt richtig cool aussehen. Zack. So, dann dürfen natürlich auch die Bäume nicht fehlen. Da machen wir hier einen Baum hin. Da einen Baum. Und hier noch einen kleinen Baum. So, okay. Dann dürfen jetzt hier die Baumkronen nicht fehlen. So, zack. Und hier auch noch. So, Leute, das ist unsere kleine Landschaft. Warte, da dürfen so kleine Grashalmchen nicht fehlen. So, überall hier, zack. Und natürlich auch ein paar Äpfel in den Bäumchen. So, okay. Jetzt fehlt nur noch das Wichtigste. Und zwar die dunklen Gewitterwolken. Die machen wir hier oben hin, weil ich will ja, dass es regnet. So, da kommt eine schwarze Gewitterwolke. Hier noch eine und da noch eine. So, dann wird der Himmel auch ganz dunkel, Leute. Guckt euch das mal an. Wir machen den Himmel richtig grau. Oh, alles soll richtig schön grau sein. Das sieht wie ein richtig schlimmes Gewitter aus. Und jetzt soll es ganz viel regnen. Wow, guck mal. Ich mal jetzt hier überall so kleine Regentropfen hin. So, das ist unser Gewitter. Das sieht richtig schön aus, das Bild, finde ich. Zack, da ist es. Sieht doch richtig cool aus. Ich hänge das jetzt hier auf, Leute. Zack, und dann kann ich mich hier ins Bett legen und kann, während ich schlafe, auf das Bild schauen. Mal gucken, ob was passiert. Ich würde sagen, wir sehen uns morgen. Schlaft gut. Oh, ich kann nicht schlafen. Was ist das? Oh, was ist da? Was macht da so ein Lärm? Oh, was zur Hölle ist das denn? Oh, Mann, hier geht irgend so ein komischer Alarm an. Und seht ihr es? Es regnet auch. Genau wie ich es gemalt habe, Freunde. Oh, das Wetter ist ja richtig schlimm. Und was ist das für ein komischer Alarm? Und wartet mal. Seht ihr das? Das Bild ist weg. Wartet, nein. Sagt nicht. Es ist alles genauso gekommen, wie ich es gemalt habe. Lumi! Lumi! Waren das etwa meine Freunde? Ich glaube, die kommen mich besuchen. Ja, ich komme schon. Wartet auf mich. Ich komme doch schon. Oh,
Oh, beeil dich, es regnet. Pass auf, hier ist alles unter Wasser. Was ist denn hier los? Oh, Freunde, nein, nein, nein. Wartet mal. Die komplette... Sehe ich das richtig? Die komplette Stadt steht unter Wasser. Ihr seid hier auch mit einem Boot hergekommen. Wie ist das denn passiert? Ich weiß es nicht. Die haben im Fernsehen gesagt, dass es eigentlich heute sonnig werden soll. Plötzlich hat's gewittert. Ja. Ziemlich doll. Die ganze Insel ist ja überflutet. Oh nein, Freunde. Ich glaube, das hängt mit meinem Bild zusammen. Wisst ihr noch gestern Abend? Ich habe doch ein Bild gemalt mit ganz viel Regen. Und schaut, es ist wirklich passiert. Anscheinend habe ich geheime Superkräfte. Jedenfalls alles, was ich male. Oh, das passiert dann wirklich. Also ich kann mir das wirklich nicht erklären, wie das passieren konnte, Braxy. Ich weiß es auch nicht. Das ist voll blöd. Ja, und wie wollen wir jetzt zur Schule kommen? Na, mit dem Boot hier. Komm, steig auf. Meinst du nicht, wir können mit meinem Auto fahren? Dein Auto? Wo hast du denn ein Auto her? Ach so, wartet mal. Stimmt. Vergesst es einfach. Wir nehmen doch lieber das Boot, Braxy. Oh Gott, ich hätte mich fast verraten, Leute. Oh ja, ich halte mich fest. Oh Gott. Dann beeilen wir uns mal lieber. Das Wetter ist ja richtig grausam. Was macht denn das coole Auto hier? Wem gehört das? Ich weiß es nicht, Braxy. Fahr einfach weiter. Okay. Leute, wirklich. Es ist alles genauso gekommen, wie ich es gesagt habe. Wie auf dem Bild. Die komplette Insel ist ja wirklich unter Wasser. Oh Mann. Aber ihr wisst, wir haben gleich eine Kunstarbeit. Da muss ich wieder malen. Mal schauen, was ich als nächstes mal. Oh nein. Braxy, selbst die komplette Schule steht ja unter Wasser. Ich hoffe, dass unser Malwettbewerb wird nicht abgesagt. Stimmt. Oh Gott. Jimmy, kannst du überhaupt stehen? Du bist ja so klein, nicht, dass du noch ertrinkst. Also, das Wasser steht mir bis zum Hals, aber ich kann laufen. Oh, na gut, wie du meinst. Ja, dann würde ich... Wartet mal. Okay, hier sind wir wieder. Und wartet mal, da kommt wieder eine Durchsage, hört zu. Oh, Kinder, es gab ein schreckliches Unwetter über Nacht. Aber schön, dass ihr trotzdem in der Schule seid. Wir werten nun eure Bilder aus. Bitte begebt euch zu euren Plätzen. Habt ihr es gehört? Unsere Bilder von gestern werden jetzt ausgewertet. Und endlich. Ich weiß schon, wer gewonnen hat. Wer denn? Na, ich. Oh nein, wir müssen das erst noch... wartet mal. Wo ist denn mein Bild? Habt ihr mein Bild gesehen, Jungs? Nein. Meins hängt hier noch. Meins ist weg. Ich glaube, das hängt damit zusammen, dass die danach verschwinden. Wisst ihr noch, Leute? Mein Bild mit dem Regen ist auch einfach verschwunden. Oh Mann, das gibt's doch nicht. Entschuldigt mich kurz, Freunde. Ich muss kurz auf Toilette, ja? Okay. Was mache ich jetzt? Ich muss irgendeinen Weg hier rausfinden, wie ich das vielleicht rückgängig mache. Oh nein. Mann, eigentlich steht gleich noch eine zweite Kunststunde an, ihr wisst es doch. Oh Mann, ich muss mir irgendwas Cooles überlegen. Vielleicht kann ich ja noch was viel Cooleres malen. Vielleicht mal etwas, was uns weiterhilft und nicht so ein Unwetter verursacht. Oh, okay, ich bin jetzt erstmal in Sicherheit. Freunde, guck mal, die ganze Insel steht immer noch unter Wasser. Ich muss das jetzt irgendwie rückgängig machen. Ich meine, ich könnte mir auch noch so viel andere coole Sachen malen. Aber vielleicht sollten wir erstmal das rückgängig machen, was wir verbockt haben. Oh, okay, wartet mal. Ich habe da vielleicht so eine Idee. Ich brauche dafür nur ein neues Stück Blatt Papier. Irgendwo muss es doch eins gehen. Hier seid's. Okay, perfekt. So, okay. Jetzt würde ich sagen, wartet kurz ab, Leute. Ich habe eine richtig coole Idee. Und zwar, was haltet ihr davon, wenn wir es einfach versuchen, rückgängig zu machen?
Also, wir malen einfach nochmal die Insel ganz kurz. So, wartet kurz. Okay, ich habe jetzt kurz die Insel gemalt. Aber jetzt fehlt noch was, weil aktuell ist unsere Insel ja komplett mit Wasser überflutet. Ihr wisst, überall ist Wasser auf der Insel, genau so. Und jetzt müssen wir das Magische machen. Meint ihr, es funktioniert, wenn ich das Wasser jetzt wegradiere? Vielleicht verschwindet es dann ja auch wirklich. Das heißt, wir müssen uns die Farbe weiß nehmen. So, und jetzt müssen wir das Wasser wegradieren. Aufgepasst. Und so, wir machen das Wasser einmal weg. Und zack. Jetzt die Bäume noch wieder schön richtig machen. So, und fertig. So, okay, das Bild ist fertig. Jetzt müssen wir es nur noch aufhängen, in der Hoffnung, dass es funktioniert. Kommt schon, drückt alle die Daumen. Das Wasser muss wieder verschwinden. Oh, komm schon. Oh, wartet, Leute. Dieser Effekt kommt wieder. Merkt ihr das? Das Bild ist einfach verschwunden. Jetzt müsste eigentlich auch das Wasser weg sein. Oh, lasst uns mal schnell runter nachschauen. Oh, komm schon. Wir müssen uns beeilen. Wir müssen gucken, ob das Wasser weg ist. Bitte, bitte. Ich hoffe wirklich, dass es weg ist. Komm schon, Lumi. Oh, wartet. Hier ist alles. Oh, Braxi, du bist ja auch hier. Guck mal. Das Wasser ist weg. Es ist einfach weg. Es hat funktioniert. Ja. Ich habe alle gerettet. Leute, ich habe es rückgängig gemacht. Oh, Gott sei Dank. Braxi, was ist denn? Du hast uns gerettet. Was meinst du damit? Ich meine, dass... Oh nein, was sage ich jetzt? Ich meine, ich habe den... Warte mal. Was als ist? Du gestern ein blaues Auto gemalt hast und ich dich heute abgeholt habe, dann da stand ein blaues Auto. Also, ich... Was willst du damit sagen, Braxi? Und du hast gerade gesagt, dass du uns gerettet hast. Nein. Timmy! Nein, hör auf zu petzen. Nein, er will das in der kompletten Stadt rum erzählen. Nein. Wir müssen ihn aufhalten. Braxi! Oh nein, er hört mich nicht. Es ist gleich zu spät. Aber was mache ich jetzt? Wartet. Ich habe eine Idee. Schnell zurück zur Schule. Wir müssen was ausprobieren. Schnell. Renn, Lumi. Renn. Oh, schnell. Wir brauchen ein neues Blatt Papier. Ja, da ist eins. Okay. Jetzt müssen wir uns beeilen. Ich habe jetzt nochmal die Farbpalette auf. Das, was ich jetzt mache, ist eigentlich keine so gute Idee. Aber was soll ich sagen? Ich habe keine andere Wahl. So, wir müssen jetzt Braxi malen. Es tut mir so leid. Aber was soll ich denn sonst machen, Freunde? Ich habe keine andere Wahl. Sonst bin ich geliefert. Okay, wir malen jetzt hier Braxis Beine. Oh, es tut mir so leid. Okay, so. Dann hier einmal so. Timmy, bist du noch in der Schule? Ich muss dir was sagen. Oh, du wirst mir das nicht glauben. Oh nein, Braxi, kommt schneller. Oh, komm schon. Nein, er ist gleich da. Oh, Beeilung, Lumi. So, zack. Oh. Hä? Braxi, was willst du hier? Verschwinde einfach. Ich werde dein Geheimnis in der ganzen Stadt verraten. Und dann wirst du auch mir ein cooles Auto malen. Braxi, du musst jetzt gehen. Bitte vertrau mir. Ich werde auf TikTok live gehen und allen erzählen, was du gemacht hast. Oh, Braxi, dazu wird es aber nicht kommen. Oh nein, Leute, ich muss so schnell malen, das sieht total doof aus. Egal, ich hoffe, es wird trotzdem funktionieren. Braxi, geh jetzt lieber oder du wirst verschwinden. Ich kann doch nicht verschwinden, du Dussel. Braxi, geh bitte einfach. Braxi, geh jetzt oder du wirst verschwinden. Das will ich sehen, du Dussel. Du kannst mir doch nicht drohen. Es tut mir leid, aber ich habe keine andere Wahl, Freunde. Sonst wird er mich verraten. Braxi, leb wohl. Ja? Braxi,
Prexy? Oh, es hat funktioniert. Er ist für immer weg, Leute. Nein, ich habe ihn weggemalt. Und es hat funktioniert. Was hätte ich denn sonst tun sollen? Er hätte mich bei allen verraten. Und dann hätte ich die Stadt verlassen müssen. Ich habe einfach Prexy? Alles... Lumi, wo seid ihr? Oh nein, Jimmy kommt. Wer hat jetzt den Wettbewerb gewonnen? Ich will's wissen, Lumi. Der Wettbewerb hat... Ja, wer hat jetzt gewonnen? Sag schon! Gar niemand! Gar niemand! Niemand hat das! Was ist das? Lumi, warum machst du sowas? Das ist voll gemein! Ich werde das Prexy erzählen! Du hast was gegen Prexy geplant! Gib's zu! Ich hab ihn noch gar nicht mehr gesehen! Was soll ich denn nur allen sagen? Oh mein Gott! Freunde, wenn euch das Video gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da und abonniert den Kanal! Und schaut auf jeden Fall bei meinen Freunden vorbei. Ansonsten klickt auch gerne auf das Video hier neben meinem Kopf. Das ist auch richtig cool. Aber ich glaube, ich muss mich jetzt erstmal in Sicherheit bringen. Das, was ich heute getan habe, ging echt zu weit.